Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Infected. Ja, es ist der siebente Tag, es ist kurz nach 6.30 Uhr, da ist ein Bär, das ist äußerst schlecht. Okay. Tragen will ich den eigentlich nicht. Lass den mal los hier. Ich will eigentlich meine Pfeile wieder haben. Genau. So, ja, also Tag 7. Und ich habe eigentlich gedacht, da es so früh am Tage ist, probieren wir es vielleicht nochmal, indem wir, nehmen den mal mit hier. Achso, die Bank ist ja da drin. Oh, da kommen wir ja gar nicht hoch. Kommen wir da hoch? Nö. Dann müssen wir da mal schauen, wie wir da hochkommen. Also ich wollte gerne heute nochmal in die Stadt gehen. In eine andere Stadt. Einfach mal schauen, ob wir da was kriegen. Wir haben noch ein paar Pfeile übrig. Etwas über 20. Ich kann auch noch schnell ein paar machen. Ist natürlich jetzt äußerst ungünstig mit dem Bären hier. Aber vielleicht kriegt man den hier so ein bisschen reingefrachtet. Das sieht gerade nicht so aus. Warte mal, vielleicht kriege ich das anders hin. Das ist doch besser. Okay, so geht's also. Gut, dann legen wir den mal hier hin. Wir nehmen... Haben wir die Axt dabei? Nein. Keine Axt. Das passt ja wieder. So, dann legen wir her hier. Das fliegt auch raus. Ich nehme mal hier eine Axt. Und wir zerlegen den mal ganz schnell. So, Nummer 1. Und... Ne, mit E bitte. Danke. So, wunderbar. Da haben wir das auch erledigt. So, dann können wir die Axt hier wieder hin tun. Das können wir aufnehmen und das können wir auch aufnehmen. Und tierisches. Tierisches kommt da rein. Das kommt da rein. Und Essen haben wir. Ich tue mal oben was rein. Wir müssen jetzt jede Menge Fleisch bekommen, denke ich mal. Genau, oh wow. Was? Wow, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 Stücken Fleisch von den Bären. Wow. Ich brauche ja noch so einen Ständer. Oh. Haben wir die irgendwann mal? Ja, die haben wir leer geräumt, ne? Genau. Wo wir die umgesetzt haben. Das ist ja praktisch. Das fetzt. Halt. Das ist ja mal richtig Hammer. Ach, die kann ich gar nicht. Die... Nee, die kann ich nicht. Okay, gut. Gut zu wissen. Haben wir das auch geklärt. So, die nehme ich mal auf hier. Dann tue ich die in die Essenskiste einfach. Und dann schauen wir mal der Dinge, die da kommen. Mal sehen, wie viel reinpasst. Ich würde das mitnehmen. Das würde ich mitnehmen. Das würde ich mitnehmen. Das nehme ich mit. Dafür kann ich das reintun. Und das nehme ich noch mit. Und dann essen wir einfach mal was. Essen wir uns mal hier ein bisschen... Nach oben. Ist die roh? Oh wow. Das wäre gerade nicht so gut gewesen. Ich esse das mal alles. Ich nehme noch ein Stück Melone mit für den Fall der Fälle. Das tue ich mal hier rüber. Und ich nehme auch noch davon was mit. So. Was haben wir noch? Das ist okay so. Na? Wunderbar. Mal ein Stück hier vorrücken. So. Sehr gut. Okay, da haben wir was dabei. Was haben wir jetzt an Trinken dabei? Nicht viel. Gar nicht viel. Wir sollten das auch gleich mal auffüllen. So. Und dann nehmen wir noch den Schluck mit. Das kann hier zu Ende brennen. Kein Problem. Ich nehme noch so ein Stück mit zum Essen. Genau. So wie sieht's aus. Ich brauche auf alle Fälle den Speer. Die... Mein Gott, ich will hier mal 5 Minuten alleine sein. Hallo. Oh, mach mir doch nicht alles kaputt. Wo bist du? Oh, hat er mich vergiftet? Nee. Halleluja. Okay, haben wir hier alles? Ja, ich denke schon. 13 Leben hat er uns gekostet, kein Problem. Okay, also Medizin. Haben wir hier. Medizin nehmen wir mit. Wir nehmen das auf alle Fälle mit.
Wir werden es sicherlich finden, aber ich nehme es trotzdem mit. So, davon nehmen wir was mit und davon nehmen wir auch was mit. Gut. Okay, Essen, Trinken haben wir. Wir haben Ausrüstung, Pfeile und die Fackel will ich mitnehmen, genau. Tu doch mal bitte das hier raus. Jawohl. So, dann können wir das hier reintun. Also ich muss auf alle Fälle noch einen Ständer bauen. Das ist ja hier hammerhart. So, wie sieht das jetzt aus? Der ist eigentlich noch... Der kann da gar nicht in Ordnung sein. Wir haben den da die ganze Zeit benutzt. Egal. Gut. Kisten. Wir haben keine Kisten. Wo ist unser Wagen? Unser Wagen ist hier. Einmal hier hinstellen. So, ich muss mir erstmal Hände waschen gehen. Nicht, dass wir hier vielleicht noch eine Infektion oder irgendwas bekommen. Sehr gut. So soll das sein. Okay. So, pfeilemäßig, wie sieht's aus? Wir haben 20. Das ist jetzt nicht unbedingt der Brüller, ne? Vielleicht können wir nochmal schnell 5 Stück machen. Wenn ich es nur noch wüsste, wo es wäre, das Zeug. Tierisches. Das nehmen wir mit. Wo sind die Seile? Die sind hier. Und ich brauche Stöcke. So, einfach nur zur Sicherheit, weil, ihr wisst, Steine. Steine. So. 1, 2, 3, 4, 5. Davon 5. Davon 5. Und davon 5. Jawohl. Haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Und davon 5. Und davon 5. Sehr gut. Was fehlt? Ein Stock. Okay. Gut. Dann einmal das hier rüberschieben. Dann haben wir 30 Pfeile, das sollte reichen. Die tun wir zurück. Die tue ich hier zurück. Und das tue ich hier hin. Wo war's? Tierisches. Ich tue das jetzt mal hier rein. Egal. Okay, gut. Kisten. Ich habe keine Kisten. Hammer. So, dann haben wir erstmal das. Die kommt erstmal hier hin. Halt. Die kommt erstmal hier hin. Und jetzt würde ich gerne, da baue ich mir schnell 2 Lager. Kriegen wir die hier drauf? 1, 2. Sehr gut. Ja, toll. Nein, jetzt haben wir hier kein Holz, oder? Oh. Vorbereitung ist immer... ein bisschen katastrophal, kann das sein? Macht nichts. Kriegen wir alles gebacken. Kriegen wir alles gebacken. Hier, gib mir mal die Axt hier. Wie spät haben wir es denn schon? Wie viel Zeit haben wir schon wieder vergeudet? 2 Stunden? Ja, das ist okay. So, der Weg dorthin, schätze ich mal, brauchen wir bis Mittag. Und dann werden wir im Dunkeln auf alle Fälle zurückkommen. Und auf alle Fälle müssen wir Gas geben. Ja, ich weiß nicht, wie groß es wird. Ich würde gerne hier oben die nehmen. Ich glaube, das ist 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5. Also es sind auch immer 12 Gebäude. Ja? Ich denke, das ist soweit in Ordnung. So, 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Aber ich glaube, die können wir dafür schon mal draufsetzen. So, dann brauche ich noch mal 1, 2 Scheide und dann ist das erledigt. War hier noch was? Nee. Okay. Gut. Dann geht's los. 1, 2, 3. So, ich glaube, das reicht schon. Jawohl. Gut, schauen wir nochmal hier rein. Das läuft alles. Das können wir jetzt nochmal hier hin tun. Ich tue es mal hier rein. Kann das mit wegbrennen, ist mir auch egal. Und wir können losmachen. So, ich schaue nochmal. Unsere Werte sind ja relativ zufriedenstellend. Ich
trinke nochmal einen Schluck hier und hole mir oben nochmal was, denn Wasser ist wichtig. Das haben wir letztens gemerkt, das ist mit das Wichtigste. So, okay. Gut, dann schauen wir mal, wo muss man hin? Wir müssen hier hoch, das heißt rein theoretisch Richtung Norden, da wir keine Anzeige haben, wäre das diese Richtung. Das stimmt soweit, gut. Dann probieren wir einfach mal unser Glück und auf geht's. Wo ist der beste Weg? Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, das war eine Kartoffelpflanze, ne? Hier liegt auch noch ein bisschen Holz, kein Problem. Wollen wir das nächste Mal. Ja, ich bin eigentlich gerade der Meinung, wir sollten die Straße nehmen. Die müsste jetzt hier irgendwann kommen. Denn die ist eigentlich nicht schlecht gemacht. Ja. Und kann man sich da vielleicht mal antun. Ja. Die Sonne tut uns schon wieder, aber wir sind ja dann im Gebäude drin. Pfeile haben wir auch genug dabei. 30 sollten reichen. Dann ist alles gut. Ein Bär brauche ich jetzt nicht. Es wäre nett, wenn der fern bleibt. So, und ich muss mal auf die Karte hier gucken. Ja, wir sind gleich auf der Straße. Was habe ich denn? Eine Vergiftung? Was hast denn du? Ich habe hier das Zeichen des Todes. Oh. Food poisoning. Eat potato or egg to cure. Ist nicht dein Ernst. Ich wollte los, ey. Oh, weißt du. Ein Ei oder eine Kartoffel. Das muss man sich mal merken. Sowas sollte man immer dabei haben. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Krass. Die Ausdauer ist der Wahnsinn. So, okay. Ja, dann müssen wir noch ein Ei oder irgendwas essen, dann lässt sich das nicht ändern. Dann, ja, dauert es eine Minute länger, ist auch kein Problem. Die letzten 5 Meter, ey, Wahnsinn. Was ist mit der Kiste los? Oh nee. Ich nehme eine Kartoffel mit, rein zur Sicherheit. Falls wir das wieder haben. Krasse Geschichte, ey. Kann ich dich so mitnehmen? Kann ich da rennen? Ja. Wenn ich dich nicht brauche, stelle ich dich im Wald ab. Ist mir egal. Ich will jetzt los. Ja, also dann stimmt das doch, dass wir Mittag ankommen. Nicht schlecht. Naja. Das ist ja krass. Eine Lebensmittelvergiftung. Irgendwas haben wir gegessen. Vielleicht hat sich was nicht miteinander vertragen. Oder es war irgendwas umgeschlagen, wo wir es gerade gegessen haben. Das kann natürlich auch sein. Aber eigentlich war doch dieses Zeug, was man für die Biomasse nehmen, also sprich den Müll, konnte man ja früher auch essen. Oder wir haben einfach zu viel, naja, ich sag mal, Schund gegessen. Ich glaube aber nicht, dass das eine Ruhe war. Ja, stimmt, der fehlte wirklich. Krass. So, wo müssen wir lang? Andere Richtung. Da lang. Könntest du deine Ausdauer mal ein bisschen... Ja? Du weißt, was ich sagen will? Gut. So, ist das der richtige Weg? Ja. Ja, das ist nämlich hier das neue Straßensystem, oder was heißt die neue Straße. Und die sieht ja schon mal dezent anders aus, ne?
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Abbaugebiet hier ist für irgendwas. Ich kann mal ganz kurz schauen, wenn wir uns erholen hier. Nee, ich habe keine Axt dabei, keine Pike dabei hier, sondern nur eine Axt. Sonst hätten wir mal ein Probeklopfen machen können, was da verbogen ist. Aber ich sage mal so, da können wir uns auch nach der ersten Wemby-Nacht mal die Zeit nehmen. Und dann dementsprechend mal so eine Erkundung machen von diesen Sektoren. Ne? Was es dann vielleicht bringt, was in den Steinen verbogen ist, ob man das an den Steinen dann erkennt, wie auch immer. Na, werden wir sehen. So, wo sind wir denn? Naja, wir sind fast da. Sag ich mal. Die Hälfte haben wir schon. Wahnsinn. So, wie spät haben wir es? 11 Uhr, 12 Uhr gleich. Naja. Krasse Geschichte. So, ich gebe mal Gas. Ja. Ja, sieht alles ein bisschen verlassen aus. Aus die Straße, ne? Gesprungen von der Hitze. Dann kommt das Grünzeug schon durch. Ja, läuft. Hier ist eine Gurke. Sollte man die uns vielleicht antun? Man kann ja nie wissen. Ist das der richtige Weg? Warum der das immer andersrum dreht, weiß ich auch nicht. So, nochmal geschaut. Ja, passt. So, 30 Pfeile haben wir dabei. Wir haben den Speer dabei. Wir haben die Axt dabei. Die Axt brauchen wir nicht. Wie gesagt, die Pike wäre vielleicht besser gewesen, aber egal. Egal. So. Ich finde, wenn man immer ein bisschen was übrig lässt von den Stamina, dann regeneriert sich der Balken eher, als wenn ihr den leer laufen lasst. Also sprich auf 0. Dann braucht er länger, bis er wieder hochzählt. Ist so mein Eindruck. Und deswegen lasse ich immer ein bisschen was übrig. Also als kleiner Tipp vielleicht. Also das kann ich nicht liegen lassen, bei aller Liebe. Aber das ist einfach zu gut. So, das sollte richtig sein. Ja, dann kommen wir um eins an. Dann sage ich mal, gefühlt so eine halbe Stunde pro Haus. 12 Häuser, 6 Stunden. Da sind wir bei 18:30, 19 Uhr. Ist okay. Das letzte Mal haben wir auch ziemlich lange gebraucht. Aber ich glaube, da waren wir auch ziemlich spät erst da. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir da waren, aber es war ziemlich spät. Hier ist auch so ein Gebiet. Wie gesagt, ist eigentlich mal ganz interessant zu wissen, was man da eigentlich holen kann. Aber wie gesagt, bei mir kommen 10 Zombies am 10. Tag. Ich muss dann als nächstes die Basis sichern. Und danach können wir uns gerne mal die Zeit nehmen. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, morgen mal in die Höhle zu schauen. Das wäre nochmal so eine Idee, mal einen kurzen Abstecher zu machen. Mal sehen, was es dort gibt. Nehmen wir die Fackel mit. Und den Wagen natürlich. Vielleicht gibt es da ein paar Mineralien, die wir rausholen können oder irgendwas anderes. Ich habe ja schon mal, bevor ich hier die Folge angefangen habe, schon mal reingeschaut. Das war alles leer. Es soll Skorpione geben, wie gehabt. Aber es war eben alles leer. Ne? So, nach der Biegung müsste es hier dann eigentlich losgehen. Da ist es. Jawohl. Okay. Würde ich einfach sagen. Ich brauche erstmal ein bisschen Ausdauer, falls wir flitzen müssen. Stelle ich mal den Wagen hier so hin. So, ich glaube, das ist gut. So, der ist noch haltbar. Gehen wir gleich mal hinten rein. Hier ist nichts zu holen. Wunderbar, Tür zu. Fackel. Die Fackel habe ich vergessen, oder? Die Fackel wollte ich mitnehmen. Ich musste nämlich nochmal wechseln. Ja, dann tut es mir leid. Dann ein paar Nägel. Ein paar Nägel, einmal nichts. Eine Tür, ein Bad. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Macht das Ganze jetzt etwas dunkel, eine Schiene. Hier sind wir reingekommen. Dann können wir auch schon hochgehen. Öl. Samen. Bisschen was Unwichtiges. Hier ist nichts zu sehen. Liegt hier irgendwas? Nee. Dann haben wir hier einen Knochen und nochmal zwei Kartoffeln. Ja, und ich glaube, das war's schon, ne? Ja. Dann ist das hier schon mal erledigt. Gut, dann können wir auch beim Bogen bleiben. Tut mir leid, ich hoffe, dass es dann
trotzdem für euch zu sehen ist, wenn es ein bisschen dunkler wird. So. Die Türen lasse ich jetzt offen. Und ich gehe gleich mal hier rein. So, was haben wir hier? Ein Stein, Samen. Da ist nichts drin. Hier sind noch Samen. Okay. Erze. Ich bin gespannt, was wir hier finden für eine... Jetzt sind wir voll. Ah. Kartoffeln nehmen wir noch mit. Was haben wir hier? Okay. Da ist unser Wagen. Hä? Ich will doch hier nicht rein, Mensch. So, das will ich halt. Gib das mal zurück. So, das kommt alles hierher. Wunderbar. Sehr gut. Okay. Gehen wir nochmal rein. So, hier war noch was. Und hier, die war noch da. Genau. Ja, mittlerweile hat die ja ein bisschen wohl an Wert gewonnen wieder. Was man sie sonst früher vielleicht so gar nicht gebraucht hat. Was macht denn der hier? Oh, weste. Hammer. Hier, mal schnell gucken, was haben wir? Nichts haben wir. Sehr gut. Energie ist auch okay. Gut, müssen wir nichts unternehmen. Ich habe mich jetzt total verdrückt, weil ich bin ein bisschen erschrocken. Und dann hat er auch nicht das gemacht, was er so richtig sollte. Irgendwie. Aber egal, ich will es nicht schönreden. Wir haben den Gegner erledigt. So, wo sind wir denn reingekommen? Hier sind wir reingekommen, genau. War's schon. Sehr gut. Okay. Gut. Was liegt hier? Nichts. Okay, da waren wir drin. Da gehen wir hier rein. Ich mach das gleich mal so. So, dann einmal einsammeln. Wie liegen wir in der Zeit? Drei Gebäude haben wir jetzt schon. 14 Uhr. Hm, ist nicht so prickelnd die Zeit. Müssen wir ein bisschen Putti-Paletti machen. Ja, wie gesagt, wenn es ein bisschen dunkel ist, ich bitte es zu entschuldigen. Durch die Kisten, die ich noch machen musste, habe ich jetzt vergessen, die Fackel umzurüsten. Ich hatte sie erst dabei, habt es gesehen. Aber ich denke, es geht auch so relativ schnell und zufriedenstellend, sage ich mal. So, hier ist nichts drin. Da ist auch nichts. Schauen wir mal hier ins Schlafgemach, was wir hier finden. Ja, ob man das immer braucht, das Zeug. Ich weiß gar nicht, für was wir das verwendet haben, das letzte Mal. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. So, ich glaube, das haben wir alles. Jetzt muss ich mal schauen. Wir sind von... Muss mal ein bisschen ranzoomen hier. Die drei reden neben uns. Das müssen wir noch machen. Haben wir hier was auf dem Tisch? Nee. Gut. Was haben wir hier? Okay. Ja, sehr gut. Hier ist wie immer nichts. Oh. Power. Power BP. Den Powerplan. Power ist ja eigentlich Strom. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden, für was da ist. Dann hätten wir ja zumindest schon mal die Stromgeschichte fast komplett. Das ist ja dann eigentlich sehr ideal für uns. Ja.
dann können wir ja uns oft den Ölextrahierung schon mal gut vorbereiten. Das ist der richtige Ausgang, okay. So, muss ich mal schauen, was hier noch reingeht. Da geht nichts mehr rein. Gut, dann machen wir das anders. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Fischöl Freund werde, wenn das mit dem Fischöl nicht passt. Dann lasse ich das einfach da. Ne? Weil auf Krampf muss ich das nie haben. Wie gesagt, so eine richtige Verwendung kann ich jetzt sowieso davon nie ableiten. Wo war man stehen geblieben? Oben, ne? Jupp. Deswegen, ja, ist das halt so. Also das sind zwei wichtige Sachen, die darf ich auf keinen Fall da lassen. Das ist bares Gold wert. Ja. Und Fischöl nimmt ja leider, das stackt ja nicht übereinander, das ist ja das Problem. Leider stackt das nicht und oh wow, ich sehe nicht. Krasse Sache hier. So, die hat man, die hat man, die hat man. Die hatte ich jetzt auch hier, ne? Hier war ich drin, oder? Tür ist offen, okay. Dann müssen wir mal was platzieren. Und auch auf der anderen Seite. So, hier lang. Das mit dieser Schutzfolie, das ist ein bisschen... Ich sehe nicht. Ah! Wow. So, warte mal, ich muss mal ganz schnell schauen. Ja, wunderbar. Wie sind unsere Werte? 78. Ja, gut. Kann man noch machen. Egal, der Pfeil ist mir jetzt wurscht. Ich nehme den hier mit. So, ich muss mal schauen, wo sind wir denn? Wir haben jetzt die alle abgegrast. Das heißt, wir müssten rein theoretisch... Komm mal mit hier. Wo müssen wir hin? Dahinter, genau. Ja, lass mal so im Raum stehen. Da passt nichts mehr rein. Also wie gesagt, wenn das nicht passt, ich hau das Fischöl hau ich raus. Das ist mir eigentlich egal. So, das ist nett. Das ist sehr nett. Da war nichts weiter. Okay. So, was haben wir hier? Sehr schön. Schauen wir mal hier. Hier ist nichts. Was liegt hier? Schrauben. Sehr gut. Oh, Ölpumpe. Also ich glaube... Das war eine sehr gute Entscheidung, dass wir diese Basis hier genommen haben, oder diese Stadt. Echt toll. Ich hoffe, der Bär lässt uns in Ruhe. Was sagen unsere Vitalwerte? Wir könnten vielleicht was essen in der Richtung. Ja. Vielleicht noch das Ei und vielleicht noch das und noch einen Schluck trinken. Sehr gut. Okay, hatten wir jetzt alles? Ich glaube schon, ne? Der Tisch war leer. Hier war auch alles leer. Sehr gut. Okay, Ölpumpe. Sehr schön. Dann können wir noch mal schauen hier. Hier war das. Wir haben also jetzt die Power-Technologie und die Ölpumpe. Das heißt, wir haben Strom, wir haben Ölpumpe, wir haben den Ölsauger und wir haben die Solarbatterien. Anlage irgendwie, dann sind wir da schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich weiß nicht, wo der Bär ist. Ich hoffe, woanders. So. Okay, und ich würde trotzdem das vielleicht mal benutzen. Nein! Das war der Raccoon, du. Ich knall den eh, ne?
Dieser Penner. Mein Gott, ey. Wo ist denn der Ausgang? Hier? Nee. Hier so. Da sind die Häuser, die ich noch brauche. Okay. Och. Ja, ich hätte die Fackel mitnehmen sollen. Schade. Wir müssen hier rum. Das ist der Bär. Der ist wirklich so clever und kommt hier rum? Alter, ich glaube, ich spinne. Den werde ich doch nie wieder los. Das hat funktioniert, okay. Wow. Ja, wenn du jetzt in das Gebäude dort gehst mit der mit der einzigen Tür, dann ja, gute Nacht. Gute Nacht, sage ich nochmal. Haben wir hier noch eine Schematik? Nee. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Haha. Aber wir haben eigentlich zwei bekommen. Und damit sind wir eigentlich hier eigentlich auch durch, ne? Natürlich gucken wir noch ein bisschen. Kann ja immer noch mal was extra geben. Na, sowas zum Beispiel. Das ist ja auch nicht schlecht. Kartoffeln, Samen und oder Essen und Samen, sowas brauchen wir alles jetzt eigentlich nicht. War hier noch was? Nee. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Das haben wir. Hier drin waren wir auch. Und hier drin waren wir auch. Dann ist das Haus eigentlich auch erledigt. Ich mache mir mal hier so eine Foundation und knall die mal hier davor. Und auch hier. So, der Bär ist hoffentlich noch auf der anderen Seite. Und ich probiere mal mein Glück hier noch rein zu switchen. Wieder so ein Fischöl. Hier regnet es rein. Die Hütte ist undicht. So. Ganz ehrlich, weg damit. Was haben wir eigentlich noch an Fallen? 25, das ist ja super. Hier um die Ecke. Ich muss eigentlich darüber auf die andere Seite. Oh, weiß der eh. Vielleicht können wir den Bären listen, vielleicht hängt er dort auch fest. Das wäre natürlich für uns ideal, ne? Was, hier war ich schon? Kann ich da gar nicht gewesen sein. Ich bin wieder rübergekommen. Oh no. Okay. Läuft. Ich gehe jetzt hier rüber. Na, wenn dir da hier der Saft ausgeht, dann hast du es live erlebt, ey. Da hast du es live erlebt. So, gut. Machen wir weiter. Hier, schönes Öl hier, also Bio-Treibstoff. Sehr gut.
Was haben wir hier? Ja. Da haben wir den Bären gut abgehängt, ne? Schön verarscht. Bei aller Liebe. Ich nehme es mit, aber nur, dass hier vielleicht... Ich habe noch nie eine Stadt ein zweites Mal besucht, deswegen weiß ich nicht, ob nachspawnt. Aber ich brauche momentan dieses Fischöl überhaupt nicht. Deswegen nehme ich das weg und schmeiße es raus. Und das schmeißen wir auch raus. Und von Zwiebeln habe ich jetzt auch langsam den Kanal dicke und von dem auch. So, gehen wir mal hoch. Wie gesagt, ich hoffe, es geht. Ich wäre wahrscheinlich, oder ich habe es schon getan, vielleicht am Gamma-Faktor ein bisschen rumgedreht haben wollen, dürfen können, dass ihr das ein bisschen besser verfolgen könnt. Ja, mal sehen. Wo ist mein Wagen? Hier. So, es wird wieder besser. Sehr schön. So langsam. Wie gesagt, ich nehme erstmal alles mit hier. Da ist nichts. Bloß wir müssen jetzt wirklich uns beeilen. Es könnte sein, dass jetzt wirklich schön dunkel wird. Und nee. Bei aller Liebe. Das brauchen wir ja wohl. Ich nehme es mit. Gib's her. Am Ende brauche ich es wieder. So. Einmal dahin. Einmal dahin. Wo ist denn unser Wagen? Der ist auf der anderen Seite, ne? Hm. Das fliegt raus. Okay. Bad ist nix. Was haben wir hier? Schrauben. Nee. Das nehme ich aber mit, um es wegzuwerfen. Jawohl. So, geht's hier noch irgendwo nach oben? Jawohl. Sehr gut. Schön. Ja, weiß nicht, ob man das so braucht hier. Was gibt's hier? Oh, sehr gut. Sehr schöne Sache. So, ich glaube, das hat man. Hier hinten war nichts. Da ist auch nichts. Können wir gehen. Muss ich noch was rauswerfen? Knochen eventuell. Schiene. Kohle lassen wir mal drin. Hier hat man. Und vorne. So. Okay. Gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wo muss ich denn hin? Genau in die Richtung. Sehr gut. Schwuppdiwupps. In die Richtung muss ich. Okay. Ja, das müssten jetzt ja hier 5 Häuser sein. Ich weiß es nicht. Hier waren wir schon drin. Hier ist die Tür offen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir drüben alle Häuser gemacht haben. Aber wir haben auf alle Fälle 2 Baupläne gefunden. Ich weiß nicht genau. Wir können mal ganz kurz schauen. Es gibt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also liegt man eigentlich genau richtig. Ne? Wir haben 2 und wir haben 2. Das ist die 2. Stadt. Wir haben 4 Stück. Also Baupläne haben wir alle. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also Plastik ist ein absolutes Muss, das mitzunehmen. Das geht gar nicht anders. Es kann natürlich auch sein, dass er mal in einer Stadt ein Ding macht, aber ich glaube es mal eher nicht. Das war bis jetzt ja nie so. Und dass er dann dafür in einer anderen Stadt 3 Stücken macht. Also 3 Blueprints. Schematics, wie auch immer. Blueprints, Schematics oder einfach Baupläne.
So, ich schau mal kurz rein, ob wir was rauswerfen können. Eigentlich gefällt mir alles ganz gut, deswegen lassen wir es. Und es müsste ja sowieso bald das letzte Gebäude hier sein. So, einmal hier zur Tür hinten raus. Jawohl. So, wunderbar. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte das. So. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Das dort, ne? Dann müssten wir hier 5 Gebäude haben, genau. Und hier, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich 2, 4, 5, 6, 7 hatten. Ich bin aber auch nicht jetzt gewillt, es nachzuzählen. Und deswegen lassen wir das einfach. Ich probiere einfach nochmal hier das, was geht, reinzupacken. So. Okay, will alles nicht. Dann gehen wir hier nochmal rein. So. Und ich hoffe, dass es mit dem ohne Fackel ging. Wie gesagt, ich werde es mit Sicherheit aufhellen oder ich habe es schon aufgehellt. Ein bisschen da an den Gammas gedreht und am Schnittprogramm, dass das ein bisschen besser läuft. Weißt du was, ich schmeiße jetzt raus. Jetzt habe ich einen Kanal, Digga. So, das haben wir alles. Ging es hier noch nach oben? Nein. Dann machen wir hier noch die letzte Markierung. Auch wenn wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Aber das soll es sein. Und damit haben wir unseren Ausflug erfüllt. So, ich schaue nochmal, ob wir hier noch was wegtun können. Dass wir vielleicht nicht so schwer sind beim Laufen. So, das läuft. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss nach rechts rüber. So, jetzt muss ich nach links rüber. Okay. Ja, wir sind ein bisschen müde, aber wir werden nicht zu Hause ankommen. Wir haben es jetzt von der Uhrzeit her 20:40 Uhr. Das ist okay. Und das ist die Straße in die Heimat. Maximum Speed. Warp. Ja, schöner Ausflug. Wir haben alles fürs Öl gefunden. Finde ich super prickelnd. Also, wer es selber spielen will, ich gehe mal davon aus, dass die Schematiks immer an denselben, an die Baupläne oder Blueprints immer an denselben Sachen liegen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Oh! Alter. Ich hab's geahnt. Wo sind wir verletzt? Verdammte Axt, ey. Verdammte Axt. So, das nehmen wir auf jeden Fall. Ist mir egal. Und ich werde jetzt hier auch nochmal was essen. Ist mir wurscht. Und was trinken. So. Das ist mit Sicherheit die richtige Richtung. Läuft. Also so ein schwerer, schneller Schritt ist der Bär. Und dieses schnelle so. Das ist dieser Waschbär. Gut. Oh, steht auf jemand neben mir. Kriegt die Krise bei sowas. Ja, und wenn du dann keine Ausdauer hast, ne? Zum Glück habe ich den Bären nicht auf 500 hochgemacht, sondern bloß auf normal gelassen, auf 300 Lebenspunkte. Ja, das wäre jetzt noch was gewesen. Nee, da hätte ich. Wie gesagt, solche Geschichten habe ich in der ersten Staffel durch, weil ich ein bisschen da unerfahren war und vielleicht auch ein bisschen zu blauäugig an die Sache rangegangen bin. Aber habe ich keinen Bock drauf. Da. Nee. Auch mit dieser Vergiftung hier ist mir absolut, dass ich absolut Kartoffeln übrig lasse. Das ist ein Reh, oder? Das war zu leicht. Ja. So, es wird langsam dunkel. Ich denke, wir werden voll in der Dunkelheit ankommen. Ich hoffe, dass wir eine gute Heimreise haben. Und ich werde euch jetzt auch noch nicht ausklinken, denn das sollt ihr noch miterleben, ob alles gut ausging. Und ich werde es wahrscheinlich so machen, ich werde ankommen, vielleicht noch was trinken und dann werden wir uns ins Bett legen und morgen früh das alles ausräumen. Na, bisschen Energie tanken, denn wir sind total am Ende eigentlich. Fast zumindest. Na, und ich weiß nicht, was der schon wieder für Beschwerden hier hat. Werte sind eigentlich relativ in Ordnung, relativ. Ich denke mal, dass es die Müdigkeit ist. Ja.
gerade gedacht, das war ein Fall von mir. Wo sind wir denn eigentlich? Erst an der Kreuzung, hammerhart. Ja, wir haben mindestens nochmal so eine Strecke. Bin ich froh, dass heute nicht Wemby Night ist. ja. Wir sind gleich da. Nicht mehr lange. Aber wie gesagt, ich lasse euch drin. Ja, diese Helmbot, wenn wir die haben, ist ja auch nicht schlimm, ne? Dann können wir das ja ausleuchten. Wie gesagt. Wow, also das war... Muss ich aber auch sagen, habe ich zu spät ausgeklinkt, den Wagen, ne? Wow, jetzt ist dunkel. Hammer, wie spät ist denn? 22 Uhr ist also dunkel. Ja. Okay, soweit sind wir nicht mehr weg. Aber jetzt hier durch die... durchs Dickicht. Puh. Ein Stück machen wir noch und dann drehen wir ab ins Dunkel. Ich hoffe, das Aufblitzen da links war nicht ein Wempi, der gespawnt ist. So, okay, wir drehen jetzt ab. Etwa diese Richtung. Und ich sehe gar nichts, ne? Das ist alles so grün, ich sehe gar nichts. Aber ihr seht bestimmt noch weniger. Kleine Kurskorrektur. Ne, wir kommen genau rein. Du, das passt. Ein Stück nach rechts. Da ist unsere Basis. Sehr schön. Komm auf den letzten Metern. Also, der Ausflug war mega erfolgreich. Nicht ganz ohne Schrecken. Teilweise haben wir den Bären einmal überlisten können. Einmal hat er uns ja, gezeigt, was eine Hake ist. Halt, hier will ich hin. Ja, und das ist es. Gut, wir sind zurück. Haben überlebt. Ich nehme mal hier die Kisten mit rein. Und dann können wir die hier drin schön aussortieren. Wunderbar. Halt, hier will ich hin. Einmal da drauf. Und die nehme ich auch noch mit. So, kriegt man die? Ja, schon. Hat er bloß nicht richtig angezeigt, okay. Gut. Die tue ich mal dahin. Die nehme ich auf. Und dann sieht das doch alles gar nicht so schlecht aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich werde hier ein bisschen aufräumen. Ihr habt auch schon gesehen, dass ich vielleicht letzte Nacht hier die Fenster im Groben eingebaut habe. Fehlt uns bloß noch ein bisschen Glas, aber das kriegt man auch relativ schnell gebacken hier, wenn ich mal eine richtige Brüterrunde mache. Und dann müssen wir auf alle Fälle auch den Ofen, den neuen, mal bauen, dass das alles ein bisschen besser läuft. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen nochmal und ich trinke noch einen Schluck, wenn wir noch was haben. Nee. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und auf bald. Macht's gut.